Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ich hatte gesehen, dass Anton in seinem Livestream auf ein paar alte Gameplays von sich reagiert hat und es hat mir übelst Spaß gemacht, das anzuschauen und deswegen dachte ich mir, wir müssen uns heute das Gameplay der Gameplays von mir anschauen. Ein ganz alter Klassiker, wir switchen mal hier direkt, das war die falsche, jetzt könnt ihr meine Wand einmal sehen, das ist nämlich meine Webcam und jetzt sind wir richtig, ja moin, und ja, ich hatte todes Bock drauf, darauf zu reagieren. Das Video heißt das krasseste Live-Commentary meines Lebens, Tod 1 von Triple. Ich denke mal, jeder sollte das Meme kennen. Witzigerweise werden vielleicht gar nicht alle das Gameplay kennen. Also schreibt mal in die Kommentare, wart ihr da? Seid ehrlich, ihr könnt, wenn ihr nicht da wart, ist kein Problem, wir arbeiten jetzt alles auf. Schreibt mal in die Kommentare, wart ihr damals dabei oder wart ihr damals nicht dabei? Und ich finde es generell krass, ich habe dieses Video noch nie richtig reacted. Ich habe nur damals Watching Old Videos gemacht, aber da wurde man gar nicht der ganzen Sache gerecht. Ich will mal die ganze Story erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ich mache mal ein bisschen, dass wenigstens irgendwas ein Bild ist. Wobei, erstmal die Begrüßung müssen wir schon mal anhören, weil da hört man jetzt direkt schon mal etwas Besonderes. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Commentary mit dem... Also ihr seht schon, das Video fängt so an, dass es gar nicht mein Video werden sollte, sondern es sollte ein Live-Commentary vom guten Raptor werden. Und ja, ihr habt es jetzt gerade gehört, das bedeutet, wir gehen in dieses Video schon mal mit einer anderen Einstellung rein. Das heißt, ich habe einfach nur gezockt und seine Aufnahme am Ende verwendet, weil ich niemals im Leben dachte, was jetzt passiert. Vielleicht kurz eine Story dazu. Was ist eine Triple Nuklear? Eine Triple Nuklear sind 3 Nuklearmedaillen. Eine Nuklearmedaille bekommst du für 30 Abschüsse, ohne zwischendurch zu sterben. Und ich sag mal so, meine lieben Freunde, das war damals eine Premiere oder hätte eine werden können. Warum? Es gab im deutschen Bereich erst zu dem Zeitpunkt eine einzige Triple, das war die von ApoRed. Und es war damals sowieso dieses Clan-Ding. Es war Apokalypto-Clan gegen Impact-Clan. Wer hat die besseren Gameplays? Wer kriegt schneller die guten Gameplays hin? Und somit war es quasi völlig logisch, dass irgendwann eine Runde aus dem Impact-Clan kommt. Und ich war der letzte Spieler, der dazu quasi prädestiniert war. Ich hätte das, der letzte eigentlich, ich war damals noch nicht so wirklich gut. Ich spiele mit der, ihr seht sie gerade, die Cup 40, die dann später noch eine große Rolle spielen sollte. Und mit der MSMC als Primärwaffe, mit der gab es, glaube ich, auf der Welt zu dem Zeitpunkt noch nicht mal eine Triple. Und diese Runde beschreibt wirklich perfekt, was COD eigentlich ausmacht, wenn es auf eine gute Runde hinauslaufen soll. Und zwar ist die Lobby sehr wichtig, aber auch das Momentum. Und das habe ich hier wirklich krass genutzt. In diesem Video kommt einfach noch ein KS-Freak in die Skype-Confi, der war damals auch im Impact-Clan. Und hätte ich dieses Gameplay damals vor Anton gemacht, hätte er mich umgebracht, auf jeden Fall. Und ich habe mega Bock, mir das jetzt mit euch gemeinsam reinzuziehen, weil ihr werdet die alte Stimme von mir so ein bisschen hören und das Ganze vielleicht so ein bisschen, ja, neu gemixt. Marcel Scorpion. Leute! Jetzt kommt KS nämlich rein. KS, wir sind gerade im Live-Commentary. Leute! Damals war es auch normal, mit 8 Leuten in der Skype-Konfi zu sein während so einer Runde. Solo Triple Nuklear. Und KS erzählt jetzt hier von der Triple, aber er ist kurz vorher gestorben. Was? Laber! Und alle glauben es aber direkt. Laber! Laber, verarscht uns jetzt bitte nicht. Welche Map? Seht ihr, also da sieht man, also das beschreibt ziemlich gut, was eine Triple damals bedeutet hätte, vor allem eine Solo-Triple. Drauf gekommen, auf das Video zu reacten, bin ich by the way auch noch, weil ich habe an Haptics Geburtstag mit Raptor so ein bisschen geschnackt und dann kam da jemand, weil ihr seht ja, meine beiden Teammates waren, hießen beide Energy. Energy und NRG, was aber genau das gleiche bedeutet. Und jemand konnte sich an diesen Energy hier unten erinnern, an den guten alten Noah. Und an den konnte sich eigentlich, der war halt relativ schnell weg vom Fenster irgendwann. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut. Und dann dachte ich, komm, dieses Gameplay für die OGs, jetzt wie gesagt gerade im Sommerloch, muss man sich das ein oder andere mal reinziehen. Modus. Lava. Er lügt richtig, ich spür's. Ich merke, dass er lügt. Komm, erzähl mir nicht. Soll ich euch was sagen? Jetzt sagt das. Ich bin 7 davor gestorben. Scheiße. Also ihr seht, okay. Auf 7 davor ist halt schon krass. Ein Clan-Channel. Ach das. Keiner von uns redet, wir sind so komplett. Kills, Mann. Auf Express ist das echt abnormal viel. Also ihr seht schon, wie ich da rede, so voll im Fokus und voll im Modus und null im Videomodus, weil ich niemals dachte, ich dachte, das ist einfach nur Raptors Video, also Energy. Der Express, ich komme nicht vor. Es ist eine Minute, es ist ungefähr eine 80 Sekunden Nuklear dabei. Ich liebe das, Mann, wenn man so rumpusht. Mann, ich zittere wie eine Missgeburt, Junge. Da lache ich noch, aber hätte ich da zu dem Zeitpunkt gewusst, dass ich später selber am Zittern bin, hätte ich wahrscheinlich nicht so gelacht. Was ist denn los, Junge? Ich hätte bei der zweiten Streak nicht sterben dürfen, Junge. Ich hätte in der ersten Hälfte 2 Nuklear schaffen können. Guckt euch mal diese Lobby hier an, ist so geil. Wie ist ja bei Beast. Orbi, zack, zack. Ich mach sogar den ersten Orbi in dieser Runde. Immer noch im Live-Commentary. Jeder weiß, der erste Orbi ist wichtig. Digga, ich mach jetzt einfach die Triple. Ich mach die jetzt einfach. Ich mach jetzt die Triple, ich mach die jetzt einfach, sage ich hier zu dem Zeitpunkt. Das ist unvorstellbar eigentlich. Das ist so, als ob ich jetzt zu einem Dart-Turnier gehe und sage, ich besiege jetzt einfach mal Van Gerven. So war das vom Level her damals. Und dann noch MSMC. Ihr könnt doch nichts. Ja, der Bob, der Tryhard ist rausgegangen.
Sie spawnen wieder so bei. Mein Gott, wie die Lobby aussah. Oh mein Gott. Ich habe immer schon gesagt, ein gutes Gameplay besteht aus guter Connection, guter Map, guter Spielmodus, gute Lobby. Das ist vor allem in Multiteam ganz krass gewesen. Was da, wie viel Triples hätte ich, wenn da ein paar Sachen richtig gelaufen wären schon? Also, unglaublich. Sind einfach alle unten. Hol die immer da raus. Ich hatte jetzt den Spawn hier ganz gut für mich. Please. Oh mein Gott, wie ich die hochnehme. Energy hat noch kein Wort geredet. KS versucht Leute zu überzeugen, dass sie aus seiner Lobby quitten. KS Freak Lobbys. Hauptsache ihr habt Orbi, Jungs. Nein. Ich bin richtig ernst. So. Ja, Hauptsache ihr habt Orbi, Jungs. Wie rede ich da? Also, schau mal kurz raus. Den erwarte ich, der hätte leider hochkommen. Wieso rede ich so komisch? Jetzt mache ich den Kill durch die Wand gleich. Ah, geil. Wie ich mich da freue. So, jetzt weiß ich halt, der kommt oben und ich bin jetzt schon auf skrupellos. 15 Kills habe ich schon auf der ersten Streak. Und oh, sind das leckere Spawns, man, ich vermisse das so, das zu spielen, aber diesen Modus kriegt man leider nie wieder hin. Jungs, ich hab gleich erst Nuklear. Ich hole den jetzt auch durch die Wand. Als ob ich ihn nicht kriege. Oh mein Gott, lächerlich. Okay, einer kommt hinter mir, einer kommt von links. Ja, von links kommt jetzt hoch, das weiß ich. So was bockt sich heute schon richtig. Ah, er ist unten gelegen. Guck mal, wo er sitzt. Und Leute, ihr müsst wissen. Wieder einer unten. So eine Double Nuklear war zu dem Zeitpunkt schon mal drin. Aber an mehr konnte ich gar nicht denken. Jetzt mach ich wieder an durch die Wand. Wie ich die Wand immer töte, ne? Ist so. Soll man noch. Unnachgiebig, Jungs. 7 Minuten Zeit noch. Also, ich hab schon mit der Zeit. Ich bin so tot, gerechnet. Auf 18er Streak. Warte mal. Chill mal deine Base. Chill mal deine Base. Als ob es weniger wichtig wäre, das Erste. Tatsache, Hardliner, Guys. KS, jetzt sei doch mal ruhig, Digga. KS war immer schon so, ne? Man muss ihn immer beruhigen. Okay. Wir versuchen gerade. Ich guck die ganze Zeit auf die Minimap wie ein Verrückter gerade beim Zuschauen, weil es zu wild ist einfach. Deswegen waren diese Videos auch so geil, man konnte es so gut mitfühlen beim Multiteam, weil jeder konnte es spielen, jeder hatte schon mal ein Orbi und da weiß man, wie man diese Videos auch genießen muss. Was habt ihr noch Dinge? Habt ihr noch Orbis? Nein, ich nicht. Nein, so. Jetzt hole ich mir, glaube ich, den nächsten Orbi. Er ist wieder da unten, ne? Lass mir kurz einen Kill hier, bitte. Guck mal, ich dropshot ihn richtig. Guck mal, wie ich Angst habe, ihn zu challengen. Die erste Streak kann man halt fertig machen. Ja. Okay, dann haben wir Orbi. Jetzt spawnt einer hinter mir. Und das war zum Beispiel ein Fehler von mir. Niemals darf ich da diesen Weg laufen. Genau wegen dem hinter mir, aber er kriegt mich nicht. Jetzt rettet mich einer. Danke, du hast mich Arsch gerettet. Schicksalsszene des Jahres. Jahres. Wallbang, Junge. Ich gebe ihm. Da hat er mich so gerettet, weil ich bin ja geklettert und beim Klettern, man weiß, man stirbt immer. Und er holt diesen Kill across the map. Einfach Wallbang. Guck mal, wie nervös ich jetzt schon bin. Ich bin der Dingens mit der MG. Die wollen jetzt unbedingt mich töten. Soll ich opfere mich. Hinter uns. Die hinter euch habe ich. Damals konnte ich auch nicht so richtig mit Drucksituationen umgehen. Das merke ich auch, wenn ich mir das Video anschaue. Jetzt zum Beispiel würde ich da vielleicht mal durchatmen, aber hier habe ich einfach nicht geatmet die ganze Runde. Deswegen war ich so rot am Ende immer. Ab brutal. 25, 26. 6 Minuten Zeit. Dann lauf doch jetzt, ihr Missgeburten. Double Hitmarker mit C4, geil. Jetzt hole ich beide mit einer Kugel. Und bin 2 vor. Der ist Freekill. Hast du Orbi? Er kommt unten perfekt, ja, sogar. Dann kann kein anderer ihn holen. Ich weiß, ich brauche jetzt diesen Kill. Er flasht mich sogar und dann kam zum Glück keiner in der Sekunde. Und ich gehe außen, kann jetzt hier die erste Nuklear Fresh machen gegen AFK. Hab Nuklear. Er killt mich ja. Das Coole ist, er killt mich und das ist immer wichtig. Weil das ist immer ganz wichtig, weil früher gab es immer Leute, die haben Gameplays gefaked und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass der Gegner nicht in der Situation ist, ganz schnell holt, weil sonst denkst du dir Scheiße, weil die Leute glauben noch, dass ich fake, weil ich hatte es nie nötig, ein Gameplay zu faken, habe in meinem Leben kein einziges Gameplay gefaked. Und aber es gab leider Leute, es gab sogar Leute in meinem Clan damals, die es gemacht haben, die dann später alle rausgeflogen sind. Aber es ist halt einfach so super disgusting. Und deswegen hier gut, dass er der Fadi King mich hier direkt geholt hat. 5 Minuten 30, komm schon. Jetzt wird's absolut krass. Das Gameplay ist bis jetzt langweilig. Es ist von 4,5 Minuten nuklear komplett gecampt und jetzt wird das Gameplay erst krass. Lass mich wieder zum Spawn. EMP. Hab noch ein Orbi bekommen gerade. Ja, ich kill die jetzt hier auf der anderen Seite, okay? Alle sind unten untergegangen. Guck, jetzt geht einer irgendwie... einer muss runtergehen. Ich genau. Ich kann nicht mehr reden, aber einer geht in den Keller und macht die Kills. Aber jetzt ist Dominik, glaube ich, komplett im Kellermodus. Triple nice. Und jetzt spawnen die gleich vor mir, glaube ich. Also ich habe 3 unten rausgeholt, da können jetzt nicht mehr viele sein. Sehr gut. Du kannst die jetzt drüben komplett aus dem Spawn holen. Guck mal, wie schlecht der Typ ist. Aber ich er merkt, dass er angeschossen wurde. Ja, das ist die Scheiße. Einer Orbi. So, gleich wird der Tryhard rein joinen. Ich habe auch angemacht, Alter. Egal. Das ist so geil, wenn die da spawnen, Mann. Oh, das ist so lecker, wirklich. Oh, spawn. Ja, es macht so Spaß, es anzuschauen. Wieso macht Sayo den nicht mehr so einen Spaß auf den, diesem Level, Digga? Guck euch das mal an. Ah, fuck, ich hab Orbi gepusht. Und jetzt kam 40.
Der ist der Kill mit der Cup 40. Wir holen hier gerade alle aus dem Spawn, Marcel. Guck mal, wie ich weiter abgehe so, gerade. So. EMP ist draußen. Der ist auch down. Schon 10er Streak, 11er Streak, 12er Streak. Das ist halt so geil, wenn es so abgeht. Dann bist du auch in diesem Modus. Guckt euch das mal an. Es ist so lecker Schmecker. Ja, Volo, C4 gesniped. Jetzt werde ich langsam schon übermütig. Guckt euch das an. Ich denke hier schon immer, ich muss zu weit gehen, aber ich hätte die Gegner die ganze Runde lang kommen lassen müssen. Da ist der Tryhard drin. It's Shakes. It's Shakes. Und der wird jetzt 4 Minuten zerstört. Jetzt kriege ich, glaube ich, dieses Spawn-Lag. Genau, er kommt hier noch. Dann spawnt hier einer hinter mir, der es nicht checkt, mich zu holen. Und ich mache ein 3-Piece. Es ist wirklich krankes Glück gewesen. Alter, ich bin nervös, wenn ich das gucke, ne? Das kannst du halt echt keinem erzählen normalerweise. Schau, wie raus. Unnachgiebig. Den Außen ist immer ganz schwierig, wenn er in Headglitch geht. Vor allem, wenn er mit LMG rumläuft. Und er läuft mit LMG rum. Und jetzt bin ich schon der erste spielerische Fehler, wird jetzt hier gerade schon gemacht. Da ist nämlich noch einer. Ich gehe aber nicht auf Dame. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, er hat auch Nuklear Energy. Jeder hat einfach eine Nuklear Energy. Warte, Digga. Geh du kurz runter. Ja. Okay, ich gehe. Die campen hier. Besser geht's nicht. It checks. Da ist er noch AFK. Hab den unten. Brutal. Brutal. 26. Nice. 27. 28. Das hätte ich genauso die ganze Zeit spielen müssen. Unnachgiebig. 29. Warum challenge ich mit der MSMC so ein Gunfight? Da gehe ich lieber zurück und warte jetzt hier ab. Es dauert alles zu lange. Der letzte Kill dauert viel zu lange. Guckt euch an, wie lange. Jungs, ich krieg keinen Kill mehr. Ja, die sind jetzt alle unten. Töte die alle. Ich muss mich jetzt. Ich muss sie jetzt haben. Ja. Da rede, Alter. Okay, und das Nuklear. Jetzt mache ich noch einen Kill zu viel. Ich könnte jetzt sterben. Ich hab Double, glaube ich. Ja, ich hab Double. Ich glaube, ich hab Nuklear. Ich bin gestorben. Ich glaube, ich hab. Ich hab Double. Ich hab 2 Minuten 30. Spiel. Zieh durch. Oh mein Gott. Ich hol alles weg. Ich werd so nervös, wenn ich das anschaue. Tot, scheiße. Jetzt in Checks, erster Kill gegen mich. KS, ist das möglich? 2 Minuten 30. Ja, natürlich. Ich frag KS, ob das möglich ist. Du hast jetzt wirklich den ganzen. Wir holen alles weg. Sei ruhig, KS. Okay, so, zack. KS fragt nur was, er sagt, sei ruhig. Und jetzt kommt der krasseste Spiel meines Lebens eigentlich. Ich übertreibe so krass jetzt. Nein, der ist oben. Nein, der ist unten. Sicher. Jetzt checks, guck mal, wie er mich sucht. Und der spawnt hier jedes Mal wieder. Und da ist er wieder vor mir. Und ich hole ihn wieder. Warum übertreibe ich jetzt so? Warum gehe ich nicht zurück? Guckt euch das mal an. Will ich jetzt hier noch eine Minute Nuklear machen oder was? It checks, wird wiedergeholt. Die spawnen, da ist jetzt Checks gespawnt. Guck dich das an, das ist so krass. Wird wieder geholt. Das ist jetzt so ein gutes Gameplay geworden auf einmal. Erst war es so richtig campy und jetzt ist es einfach gut. Selbst ich verwacke jetzt schon so, ne? Guck mal, sogar Dominik ist so richtig nervös. Jetzt Checks wird zweimal in einer Sekunde geholt. Come on! Warum übertreibe ich jetzt so skrupellos? Ja. Nice, ja. Go on. Oh Gott. 16. Perfekter Laufweg, 17, 18. Dann wirklich alles für dich. Hätte ich da die Triple gehabt, es wäre zu krank gewesen. 19. 20. Chill, einfach. Genug. Ich hätte einfach chillen müssen jetzt. Hartes Spawn bei uns. Ich da mit dem C4 hingehe. Scheiße, hol die da. Mein Gott, das ist so eine angespannte Situation. Ich hab so spitzige Hände, Leute. Nils, bitte kurz. Erst kurz. Jetzt kommt noch Nils rein und singt. Impact X Black. Alle Fresse halten. Nicht zu defensiv spielen, nichts zu defensiv. KS sagt nicht zu defensiv. Und vertrau mir. Jetzt gehe ich raus, aber nicht deswegen. Es wäre dumm, das als Ausrede zu nehmen. Mein Gott, Digga, wie kann man das noch choken? Jetzt choke ich, es tut so weh. Tod, 1-2 Triple. Nein. Oh. Was? Es ist so frustrierend. Ach du Scheiße. Laber. 88er. Oder 3. 88 Kills. Nein. 88 zu 4. 1 vor Triple Nuklear. Nein, 2 vor Triple Nuklear. Oh mein Gott. Er ist so abgegangen, Alter. Oh mein Gott. Der ganze Spawn war bei ihm. Scheiße, Mars. Mein Beileid. Mein Beileid, als ob jemand gestorben wäre. Aber es war für mich in der Sekunde wirklich so schlimm. Hast du Skype aufgenommen? Ja, Digga, ich lad das hoch. Ich lad das hoch, Digga, bitte. Ja, ich auch. Guck mal, was mach ich da jetzt für Sachen? Oh mein Gott. Ich brauch ein Live-Commentary. 89 zu 5. Ja, das ist... Ja, guckt euch die Lobby an und It Checks macht halt 6 Kills, 2 davon gegen mich in den richtigen Momenten und...
Also sonst die Lobby natürlich, Level 10, Level 10, Level 15, aber so sah jede Triple-Nuklear-Lobby der Welt aus, das darf man nicht vergessen, aber es ist natürlich trotzdem, wie gesagt, es ist eine Sache des Ausnutzens auch. Ja, Leute, das war wirklich eine kranke Runde, damals wirklich für YouTube bahnbrechend für mich gewesen, dieser Tod 1 2 Triple-Gag hat natürlich meinen Kanal wirklich extrem gepusht, auch noch Jahre später, und ich bin froh, dass ich die Triple nicht geschafft habe, jetzt im Nachhinein, weil der Running Gag natürlich viel mehr wert für mich war, aber es ist natürlich immer wieder krass, dieses Gameplay zu sehen. Wenn euch dieses Reaction-Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, checkt die letzten Videos ab. Ich habe diese Woche noch ein oldschooliges Video hochgeladen, ein Facecam-Commentary, eine Storytime, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut rein bis dahin und ciao, ciao.